Herzlich willkommen, hier ist Glosa mit einem weiteren Let's Play Oblivion. Das ist schon der 14. Part, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Und diesmal gehen wir in die Stadt rein und befreien sie von den restlichen Dedras. So, dann. Zaubern, wir sind so schwer belastet. Die Neuen das nur zulassen. Sind sie wütend auf uns? Wer weiß davon. Nun gut, ich bin soweit. Seid ihr bereit? Wir müssen bald handeln, solange wir noch eine Chance für einen Angriff haben. Ich bin soweit, lasst uns gehen. Für Quatsch! Für Quatsch! Lasst mich vorgehen, Leute. Hier, Quatsch. Oh, ich will nicht schreiben. Danke. Nein. Wie macht man das? Achso, ich glaube, ich weiß wie. Ja, gehen wir da rein, Leute. Gehen wir. Ausdauer. Ich habe die zerstörte Stadt Quatsch mit Salvian Matthius und seinen Männern betreten. Wir müssen den südlichen Platz säubern, bevor die Überlebenden in der Kapelle gerettet werden können. Fortfahren. Los jetzt! Für Quatsch! Ja, für Quatsch, Leute. Ich werde dich hier übernehmen. Okay, die brauchen meine Hilfe nicht so wirklich. Nein, richtig, das kann. Tagen und Wochen, in denen ihr ständig schwere Rüstung getragen habt, natürlich, ist diese zwar immer noch nicht bequem, aber immerhin erträglich. Ihr habt euch an den Gewicht gewöhnt und gelernt, sie im Kampf einzusetzen. Als Lehrling der schweren Rüstung werdet ihr feststellen, dass eure Plattenrüstung im Kampf nicht mehr so schwer beschädigt wird. Okay, das ist jetzt so wichtig. Der hat mir Müsse reingegeben, deswegen kann ich mich nicht bewegen. Ich habe es immer bei der Rückkehr geholfen. Ich sollte mit ihm unseren nächsten Schritt besprechen. Fortfahren. Ja, ohne Verluste haben wir es geschafft. Und ich kann mich nicht bewegen, weil ja, ich stehe unter dem Einfluss von Mühsal. Jetzt ist es schon besser. Dedraherz. Ich habe das Gefühl, hier werden noch einige Dedraherzen auf mich warten. Aber trotzdem nehme ich auch das mit. Okay. Wir haben die Schweine ausgelöscht. Jetzt können die Leute die Kapelle ohne Gefahr verlassen. Lasst uns nachsehen, ob es ihnen gut geht. Alles los klar. Jetzt! Dies das ist nur steckt. Der Anfang der Schlacht um Quatsch. Das wir können die dir. Nächste Phase besprechen, sobald die Zivilisten in Sicherheit sind. Du hast da so einen Pfeil im rechten Schulter. Okay. Ja, ohne Verluste. Sehr gut. Okay, wir in die Kapelle. Ich warte auf euren Bericht, Soldat. Herr, wir sind die einzigen, die übrig sind. Berich Injan, ich und diese beiden Zivilisten. Ist es alles? Ist sonst keiner mehr da? Da waren noch mehr, Herr. Aber sie weigerten sich, an Ort und Stelle zu bleiben. Wir haben versucht, ihnen klarzumachen, dass es gefährlich ist. Aber sie sind dennoch aufgebrochen. Ich fürchte, sie haben es nicht geschafft. Sehr gut.
Außerhalb der Kapelle ist die Luft rein und diese Leute müssen in Sicherheit gebracht werden. Bringt sie unverzüglich zum Lager südlich von hier. Aber Herr, ich möchte mit euch kämpfen. Das werdet ihr, Soldat. Kommt sofort hierher zurück, sobald sie in Sicherheit sind. Es wird viele Gefechte geben und wir werden jedes verfügbare Schwert brauchen. Jawohl, mein Herr. Zivilisten, es ist Zeit auszurücken. Auf geht's. Tja, dann rücken wir aus, Zivilisten. Du da. Mit dir ich habe gehört, wie ihr geholfen habt, die Dedra zurückzuschlagen. Guter Abend. Der Kaiser befahl mich, euch zu finden. Kommt mit, ihr seid in Gefahr. Gefahr, sagt ihr? Ihr seid hergekommen, um mir dies zu sagen? Erklärt euch oder lasst mich alleine. Hier gibt es viele andere, die eure Hilfe wirklich benötigen. Das ist ein wenig frech, findet ihr nicht? Ihr seid Martin, oder? Der Priester. Ja, ich bin ein Priester. Braucht ihr einen Priester? Ich glaube nicht, dass ich euch viel helfen kann. Ich habe momentan Probleme, die Götter zu verstehen. Wenn all dies ein göttlicher Plan ist, bin ich mir nicht sicher, ob ich damit etwas zu tun haben will. Jetzt seid doch nicht so übergeschnappt. Es gibt einen Plan und wir sind ein Teil davon. Welcher Plan? Über was sprecht ihr? Ich habe während dieser furchtbaren Nacht zu Akatosh gebetet, aber es kam keine Hilfe. Nur noch mehr, Dedra. Wie könnt ihr etwas wissen, das mir dabei hilft, einen Sinn in all dem zu sehen? Ja. Selbst der Uriel Septims Sohn sieht keinen Sinn daran. Kaiser Uriel Septim? Ihr denkt, der Kaiser sei mein Vater? Nein, ihr müsst den falschen Mann gefunden haben. Ich bin ein Priester Akatoshs. Mein Vater war ein Bauer. Reißt euch zusammen. Die Dedra sind wegen euch gekommen. Eine ganze Stadt wurde zerstört, um meiner habhaft zu werden. Warum? Weil ich der Sohn des Kaisers bin. Weil ihr der Sohn des Kaisers seid, ja. Ich weiß nicht. Es klingt merkwürdig. Ich denke, dass ihr gar die Wahrheit sprechen könnt. Was bedeutet dies? Was wollt ihr von mir? Kommt mit zu Venom Priorei. Die Leute sagen, ihr hättet das Oblivion-Tor zerstört. Ihr habt ihnen Hoffnung gegeben. Ihr habt ihnen geholfen, die Dedra zurückzuschlagen. Ja, ich werde mit euch zur Venom Priorei gehen und mir anhören, was Joffrey zu sagen hat. Geht voran. Alles klar. Dann haben wir das schon mal geschafft. Wir haben es geschafft. Ich kann es nicht glauben. Ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich funktionieren würde. Vielleicht haben wir doch noch eine Chance. Oh ja, wir sind noch nicht fertig. Nicht einmal fast. Das war erst der erste Schritt. Wenn diese Stadt jemals wieder uns gehören soll, dann müssen wir in die Burg kommen. Ach komm schon. Ihr habt bis hierhin mit uns gekämpft. Wollt ihr auch noch weitergehen? Wenn wir wirklich Erfolg haben sollen, brauche ich eure Hilfe noch viel dringender. Aber ich warne euch, was wir bis jetzt gesehen haben, ist nichts im Vergleich zu der Schlacht, die uns wohl noch erwartet. Nehmt euch einen Moment Zeit, kommt zu Atem und denkt darüber nach. Wenn ihr bereit seid, lasst es mich wissen und dann machen wir uns auf den Weg. Ich komme wieder. Lasst uns zur Waynon Priorei weitergehen, es sei denn, ihr benötigt etwas. Nein, ich benötige nichts. Folgt mir einfach. Also auf zur Waynon Priorei. Gehen wir. Priester. Lasst uns zur Waynon Priorei. Ja, ist ja gut, ich hab dich ja gar nicht angeklickt. Ja, folgt mir. Also auf zur Waynon Priorei. Genau. Trage ich irgendwas Schweres? Nee. Komische Sache. So, noch einen Segen holen. Was? Ist heute gesegnet worden. Okay. Gehen wir. So, Leute. Und wir gehen jetzt nicht den normalen Weg zu Venom Priorei. Wir werden... Wir werden nun die Schnellreise benutzen. Das wäre sonst eine ziemliche Zeitverschwendung, würde ich sagen. Einfach dahin reisen. Passt schon. Schattensgeborene können unsichtbar, sich unsichtbar machen. So.
Hilfe, ihr müsst uns helfen. Sie bringen alle in der Venon-Priorei um. Haltet ein, sag mir, was geschehen ist. Ich weiß nicht. Ich glaube, sie sind direkt hinter mir. Prior Marburel ist tot. Ja, wie schön die Gegner da warten, während du mit mir sprichst. Das ist sehr vornehm, nicht wahr? Wer greift die Venon-Priorei an? Ich war bei der Schafsweide, als sie angriffen. Ich hörte, wie der Prior mit jemandem sprach. Schaute dann um die Ecke, um zu sehen, mit wem. Sie sahen aus wie Reisende, ganz normal. Und plötzlich hatten sie Waffen in den Händen. Und sie metzelten den Prior nieder, bevor er sich auch nur rühren konnte. Sie merkten, dass ich sie beobachtete. Und dann rannte ich los. Und sie rennen hinter dir her, ich verstehe. Geoffrey, ist er in Sicherheit? Ich weiß nicht. In der Kapelle beim Beten, glaube ich. Ihr müsst uns helfen. Ich bin dabei. Nur die Auserwählten werden die Reinigung überstehen. Deine Reinigung ist gleich vollendet. Eure beide Reinigung ist gleich vollendet. Ich kann beide mit dem Zauber treffen. Zu gleichen Zeit. So. Ganz normale Reisende. Morgenröte. Das sind dieselben, die den Kaiser getötet haben. Ich denke, dass wir Geoffrey sofort aufsuchen sollten. Das sollten wir erfolgen. Ich bin dabei. Mein Pferd ist hier. Los geht's. Bleib schön da, Pferdi. Er ist schon tot. Goldring. Gehen wir rein. Hier ist alles verlassen. Aufgebrochen. Schrank. Das sieht nicht so aus, ob das Zimmer verschont wäre. Hier ist schon alles ausgeräumt. Der ist woanders. Hier ist einer schon erledigt von denen. Bruder Pina. Wir müssen in die Kapelle, schnell. Schnell in die Kapelle! Was? Die Zeit der Reinigung ist nah. Führer Fürst Dagon. Nun gut, Martin, gute Arbeit. Ihr seid zurück? Talos sei Dank. Ja. Sie griffen ohne Vorwarnung an. Ich betete in der Kapelle, als ich Prior Marborel schreien hörte. Ich hatte gerade genug Zeit, um mich zu bewaffnen. Das Amulett der Könige. Ich fürchte, dass der Angriff dem Amulett galt. Ich habe es in einem geheimen Raum im Haus Venon aufbewahrt. Wir müssen nachsehen, ob es in Sicherheit ist. Geheimer Raum. Das sieht nicht so aus. Wir gehen zusammen, aber ich befürchte das Schlimmste. Gehen wir. Martin, gehen wir. Ich fürchte, der Feind ist wegen des Amuletts der Könige gekommen. Ja. Lass uns nachsehen. Hier lang. Geoffrey, du kennst dich doch hier aus in der Venon-Priorei. Sie haben es an sich genommen. Das Amulett der Könige ist fort. Der Feind hat uns in jeder Hinsicht geschlagen. In jeder Hinsicht? Das würde ich nicht sagen. Das ist der Thronerbe. Also hat sich nicht alles gegen uns gewendet. Dank sei Talos.
Wir haben Uriels Erbe gewonnen und das Amulett der Könige verloren. Martin kann hier nicht bleiben. Wir haben sie zurückgedrängt, aber sie werden wiederkommen, sobald sie erfahren, dass Martin überlebt hat. Und das werden sie. Wo ist denn Sicherheit? Bei den Kräften, die sie gegen uns massieren, ist es nirgendwo wirklich sicher. Aber wir müssen wenigstens auf Zeit spielen. Der Wolkenherrscher-Tempel, glaube ich. Die verborgene Festung der Klingen in den Bergen nahe Bruma. Es kann auch mit nur wenigen Männern gegen eine ganze Armee verteidigt werden. Wir sollten sofort aufbrechen. Verstehe. Eine Festung. Wolkenherrscher-Tempel, wart ihr schon mal? Ihr wart natürlich dort, nicht wahr? Der Wolkenherrscher-Tempel wurde vor langer Zeit von den Gründern der Klingen erbaut, zu Zeiten von Rehman Cyrodiil. Er liegt hoch in den Bergen in der Nähe von Bruma und ist unsere uralte Festung, unser Heiligtum, unsere letzte Zuflucht. Martin wird dort sicher sein. Wir bringen ihn dahin. Und Amulett der Könige? Jetzt, da das Amulett dem Feind in die Hände gefallen ist, müssen wir Martin in den Wolkenherrscher-Tempel in Sicherheit bringen. Das werden wir machen. Lass uns gehen. Wir sollten uns besser auf den Weg machen. Ich werde nicht eher ruhen, bis Martin im Wolkenherrscher-Tempel in Sicherheit ist. Gehen wir. Lasst uns zum Wolkenherrscher-Tempel weitergehen. Ich habe seit dem Angriff auf Quatsch keinen ordentlichen Schlaf mehr bekommen. Ja, und etwas essen muss man ja auch. Je eher wir den Wolkenherrscher-Tempel erreichen, desto besser. Geht voran. Genau. Lasst uns gehen. So, beim Bruma. Wo sind eure Pferde her? Die gehen schon ganz alleine dahin. Nun. Das ist bei Bruma und das ist hier. Reisen dahin. Reisen wir zum Wolkenherrscher-Tempel. Die Festung der Klingeln. Auf einmal haben die auch Pferde. Ah, sie wollten sich nur Pferde holen da. Deswegen sind sie doch gelaufen. Aha. Ich kann mich... Ja, ich bin zu schwer belastet natürlich. Großmeister, ist das... Ja, Cyrus. Dies ist der Sohn des Kaisers, Martin Septim. Herr, willkommen im Wolkenherrscher-Tempel. Wir hatten schon seit vielen Jahren nicht mehr die Ehre, einen Kaiser willkommen zu heißen. Ah, gut, danke. Es ist mir eine Ehre. Kommt, eure Klingen warten, euch zu grüßen. Cyrus. Das sind ja nicht gerade viele. Gerade 6 Stück an Zahl. Stefan, Caroline, Roland, Cyrus. Klingen, dunkle Zeiten sind angebrochen. Der Kaiser und seine Söhne wurden unter unseren Augen getötet. Das Kaiserreich versinkt im Chaos. Aber es gibt noch Hoffnung. Hier ist Martin Septim, der wahre Sohn des Uriel Septim. Lass mich begrüßen, Martin Septim. Hi. Eure Hoheit, die Klingen stehen euch zu Diensten. Ihr werdet hier in Sicherheit sein, bis ihr euren Thron besteigen könnt. Joffrey, ihr alle, ich weiß, was ihr von mir erwartet. Ich soll euer Kaiser sein. Ich werde mein Bestes tun, aber das hier ist alles neu für mich. Reden halten ist nicht meine Stärke. Aber ich möchte euch sagen, dass ich dankbar für euren Empfang hier bin. Ich hoffe, dass ich mich eines Tages eurer Treue würdig erweisen kann. Das ist alles. Hab Dank. Nette Rede. Mein Herr? Keine besondere Rede, oder? Es scheint sie jedoch nicht gekümmert zu haben. Die Klingen salutieren vor mir und jubeln mir als Martin Septim zu. Ich will nicht undankbar klingen.
Ich weiß, dass ich längst tot wäre, wenn ihr nicht gewesen wärt. Hab Dank. Aber jeder erwartet von mir, dass ich schlagartig weiß, was ich zu tun habe. Wie ich mich benehmen soll. Sie wollen einen Kaiser, der ihnen sagt, was zu tun ist. Und ich habe nicht die geringste Idee. Wir müssen dann Amulett zurückholen. Alles andere spielt keine Rolle zurzeit. Selbstverständlich. Das Amulett der Könige. Dann können wir, ich, es in den Tempel des Einen bringen und die Drachenfeuer entzünden. Und die Invasion aus Oblivion stoppen. Das ist der Plan. Und ihr könntet dann der Kaiser sein. Der Kaiser. An diesen Gedanken muss ich mich erst noch gewöhnen. Auf jeden Fall müssen wir als allererstes das Amulett zurückholen. Vielleicht weiß Joffrey, wo wir anfangen sollten. Joffrey. Gut. Wir fragen ihn. Alle mit der dädrischen Magie Vertrauten kennen die nahezu undurchdringliche Grenze zwischen unserer Welt und Oblivion. Nach dem, was der Kaiser euch sagte, ist das Amulett der Schlüssel für die Bewahrung dieser Grenze. Was ich dort in Quatsch gesehen habe. Nach allem, was ich über dädrische Magie weiß, sind solche stabilen Portale unmöglich. Und doch waren die Tore nach Oblivion dort. Die alten Regeln gelten nicht mehr. Quatsch ist nur der Anfang dessen, was Merunes Dagon noch tun wird. Wenn das Amulett wirklich der Schlüssel ist, mit dem die Grenzen zwischen unserer Welt und Oblivion wieder errichtet werden können, dürft ihr keine Zeit verlieren, um es wiederzufinden. Ihr seid mit der Dädramagie vertraut? Ich war nicht immer Priester. In meiner Jugend folgte ich einem anderen Pfad. Ich weiß über die verführerische Macht dädrischer Magie mehr, als ich möchte. Lasst es uns einfach dabei belassen. Verstehe. Oblivion-Tore. Das müssten jetzt ziemlich viele sein. Es hat eine Veränderung gegeben, die diese stabilen Portale nach Oblivion möglich macht. Joffrey glaubt, dass der Tod des Kaisers und das Erlöschen der Drachenfeuer die Schlüssel sind. Nun denn, ich spreche mit ihm. Sorgt euch nicht um mich. Ich weiß, dass ich hier in guten Händen bin. Joffrey. Ihr habt euch als treuer Diener des Kaiserreichs erwiesen und seid ebenso würdig wie die Klingen, Martin während dieser Krise beizustehen. Als Großmeister der Klingen wäre es mir eine Ehre, euch in unseren Orden aufzunehmen. Wollt ihr euch uns anschließen? Nun ja. Ich schließe mich an. Es ist mir eine Ehre, euch als Ritterbruder der Klingen in unseren Reihen willkommen zu heißen. Danke. Erzählt mir etwas über den Amulett. Das stimmt. Wir müssen versuchen, das Amulett zurückzubekommen, bevor der Feind es außer Reichweite bringt. Ihr solltet zur Kaiserstadt zurückgehen. Baurus hat vielleicht etwas über die Meuchelmörder erfahren. Ihr findet Baurus in Luther Broads Pension im Elfengartenbezirk in der Kaiserstadt. Ah... Es sind welche auf Außenmission. Das Amulett der Könige ist jetzt der Schlüssel zu allem anderen. Sobald wir es wieder haben, kann Martin damit die Drachenfeuer im Tempel des Einen entzünden und die Grenzen zwischen Oblivion und unserer Welt wieder schließen. Das ist klar, nur das wird nicht so einfach sein, es zu beschaffen. Und die Klingen? Ist das so ein Orden, um den Kaiser zu beschützen? Diese Festung ist gut mit Waffen und Rüstungen versorgt. Nehmt euch aus der Waffenkammer der Kaserne, was ihr braucht. Nun ja. Da geht er nicht auf die Frage so ein, wie ich mir das vorstelle. Wolkenherrscher-Tempel. Dieser Ort wurde bei der Gründung des Zweiten Reiches von der Akaviri-Drachenwache von Rehman Sirodil errichtet. Seitdem hat er den Klingen als Hauptquartier, Festung und Zuflucht gedient. Wir können Martin hier beschützen, bis ihr das Amulett der Könige zurückgebracht habt. Ich tue, was ich tun kann. Richtet Baurus einen herzlichen Gruß von mir aus. Sagt ihm, er soll sich nicht die Schuld am Tod des Kaisers geben. Natürlich. Es war gut, dass er euch zu mir geschickt hat. Ja, und ich kann nicht laufen, weil ich zu schwer belastet bin. Weil sie mir so ein schweres Schwert in den Inventar gedrückt haben. Klingen des Leids. 20, was würde ich mit dieser Klinge hier? Heute übertreib's mal nicht. Na gut. Was willst du denn da oben? Ach, die parken da.
Komm, du parkst auch da. Guck mal, die können da hoch, dann können wir auch da hoch. So, hier rein. Hier drinnen bist du in Sicherheit. So, die anderen kommen nach. Seid willkommen, Herr. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Hallo, Roland. Bring schon mal die Pferde rein, ja? Sieht so aus. Ja, also, wir schließen erstmal die Tore, würde ich mal sagen. Das wäre nicht leichtsinnig, wenn das so bliebe. Zack. Okay. Und nun müssen wir in die Kaiserstadt. Elfengartenbezirk. Da müssen wir hin. Schnellreise ist ab jetzt unser bester Freund. Und ich bin zu schwer belastet natürlich. Nun gut. Pension. Bruderpension. Hier wartet er auf uns. Da ist er. Hallo. Hi. Nun gut. Ihr seid's, hi. Hör zu, ich werde gleich aufstehen und hinausgehen. Der Kerl dort in der Ecke wird mir folgen und ihr folgt dann ihm. Ich bin bereit, wenn gut, ihr seid. Gut, denkt daran. Wartet ab, bis er mir folgt. Ich möchte sehen, was er tun wird. Tja. Gute Nacht. Auch ihr. Was? Ich habe nichts gesehen. Ach, ich will nicht ihr stehen. Ihr seid high. Ich will aufstehen. Vincent, ich arbeite nur für Luther. Ich will kein... Nein, ich will auch nicht mit dir reden. Seht euch vor. Ich denn nochmal auf? Ach, ich habe da was gestohlen aus Versehen. Das tut mir wirklich leid. So, gehe ich da rein. Aha. Ich bin auf eurer Ja, er ist auch getroffen worden. So. Feindliche Energie in Baurus an den Riffen des Tores sollte Baurus in Erfahrung gebracht haben. Okay. Durchsucht ihn. Ich halte Ausschau für den Fall, dass seine Freunde in der Nähe sind. Ja, gut. Morgenritte. Fortfahren. Muss während einen Trank verbrauchen. Damit... Was? Ich will dieses Med nicht. Was will ich mit diesem Med? So. Ja, das war's dann. Gute Arbeit! Übrigens, ich freue mich, euch zu sehen. Ihr habt mich einfach in einem ungünstigen Moment erwischt. Was habt ihr herausgefunden? Die Meuchelmörder, die den Kaiser getötet haben, gehörten zu einem dätrischen Kult, der sich mythische Morgenröte nennt. Sie verehren anscheinend den Daedra-Fürsten Merunes Dagon. Ich habe ihre Agenten in der Kaiserstadt verfolgt. Ich vermute, das haben sie gemerkt. Das sieht so aus. Das Amulett ist im Besitz des Feindes. Das sind natürlich schlechte Dinge. Was? Sie haben es Joffrey weggenommen? Ja. Die Dinge stehen schlechter, als ich dachte. Ich weiß. Aber wir haben wenigstens den Thronerben. Talos sei Dank, er lebt. Martin Septim, sagt ihr. Wir werden ihm zum Thron verhelfen. Das ist die heilige Pflicht aller Klingen. Tja, das wird nicht einfach. Unser nächster Schritt ist... An der geheimen Universität gibt es eine Gelehrte. Tamina heißt sie. Sie soll eine Expertin für dätrische Kulte sein. Bringt ihr doch einmal dieses Buch und fragt sie, was sie davon hält. Ich verfolge weiter die Spuren des Netzwerks der mythischen Morgenröte.
Wenn ihr etwas erfahrt, findet ihr mich bei Luther Broad. Möge euch Talos leiten. Tja, und wie kommen wir da rein? Wie gesagt, sie ist eine der hellsten Köpfe an der geheimen Universität. Soll alles über dätrische Kulte wissen. Das ist ja toll. Ich hoffe, Tamina konnte euch etwas über dieses Buch erzählen. Das könnte genau die Chance sein, die wir brauchen. Ich habe sie noch gar nicht getroffen. Hallo? Bin doch hier erst reingekommen mit ihr. Was braucht ihr, Freund? Nun gut. Gruß euch. Ja, der kann ruhig plaudern. Okay, Leute. Hier mache ich einen Cut. Cut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. In der geheimen Universität hier mit diesem Ausblick auf Kaiserstadt verabschiede ich mich. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Es geht auf jeden Fall weiter. Euer Glosa.